Moin Moin und herzlich willkommen zu Sprechwunsch. einer neuen Folge hier im Leitstellenspiel Lorean Hamburg. Ja, geht weiter jetzt in, ja, erstmal wieder im Landkreis Goslar, würde ich sagen. Ne? Wir sind ja jetzt mit Sehende fertig. Ja, das kann ich euch jetzt nochmal zeigen, was da jetzt zum Schluss gemacht wurde, bevor wir jetzt hier auf irgendwas weiter eingehen. Also, als letztes gebaut habe ich das K&S-Werk in Sehne. Heißt anders, kann man hier auf der Karte sehen. Also Kali und Salz AG Werke Bergmanns Segen Hugo. So. Dort steht Hugo 20, das ist ein HLF, steht da auch in Wirklichkeit. Heißt auch so, dann gibt es noch Hugo 40, das ist ein Gerätewagen Rettung aus Höhe, also Höhenrettung, sowas. Sprechwunsch. Hugo 20 bleibt da stehen, ist ein Museumsfahrzeug. Keine Ahnung, also nutzt man natürlich draußen nicht. Ob wir den hier noch weiter ausbauen, sehen wir dann. Erstmal brauchen wir hier Personal. Gucken Sprechwunsch. wir uns dann beim nächsten Mal an, wenn wir hier in Hannover sind, weil jetzt geht es tatsächlich weiter. Weil, wie gesagt, die Gemeinde Sehne ist fertig. Als nächstes stünde Lehrter an. Aber wir machen jetzt unten erstmal in Goslar weiter, weil wir brauchen hier Personal, wir brauchen hier Fahrzeuge, damit wir hier nicht, ne, in Probleme kommen, wenn hier noch mehr hinkommt. Gehen wir jetzt erstmal runter. So. Und wenn mich nicht alles täuscht, waren wir das letzte Mal hier in Dings unterwegs. Im Elferbereich. Den Elferbereich hatten wir, glaube ich, soweit fertig gekriegt. Ja, ich würde schon fast vorschlagen, wir gucken uns den 12er-Bereich an. Langelsheim, Wolfshagen und Bredelem sowie Astfeld. So, da gucken wir uns mal an, was haben wir denn sonst noch so im 12er-Bereich? 12, 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 12. Ja, sieht so aus, als wenn die auch fertig waren. Gut, dann gucken wir uns den 13er-Bereich an. Wo ist denn hier der 13er-Bereich? Wen haben wir denn da im 13er-Bereich? Das ist dann die Feuerwehr Fienenburg, Immenrode, Lengde, Lochtum, Wedding und Wiedelaar. Ich glaube, wir hatten hier, genau, wir hatten in Fienburg schon angefangen. Okay, dann. Okay, mein Hund hat schon wieder keine Ahnung. Ja, dann liegt jetzt hier tatsächlich der an. Also wir haben hier Immenrode, Wedding, Lengde und Wiedlar. Hey! Und, warte mal, Sprechwunsch. haben wir hier noch irgendwas, womit wir ihn mal herlocken können? Ich bin mir gerade nicht sicher. Doch. Wisst ihr, was er sich da geschnappt hat? Das muss man sich mal überlegen. Ihr kennt doch den Verschluss von Margarinebehältern. Ne, das ist dieses zugeschweißte, diese Folie. Da hat er sich die aus dem Müll geholt. Jetzt leckt er das ab. Puh, das ist ein Doofkopf, ist das. Bitteschön. So. Gut, ja. Gut, okay. Wir brauchen, jetzt lass uns mal kurz durchzählen. Fienburg haben wir 1, 2, 3, 4, 5 weitere Feuerwehren. Ja, das ist dann unser Fahrplan für die nächsten Tage, würde ich sagen. Dass wir uns hier drum kümmern. Und ob wir dann in Goslar bleiben oder vielleicht sogar woanders hingehen, das sehen wir dann. Das gucken wir uns dann ganz, ganz in Ruhe an. Da will ich mir auch überhaupt gar keinen Stress machen. Sondern das einfach ohne Probleme über die Bühne gehen lassen. Ja, ich habe hier auch aufgeräumt. Ne, hier Amtshilfe für Polizei, da habe ich das alles reingeschoben. Damit das alles ein bisschen übersichtlicher wird. So, was haben wir hier? Umgestürzte Gedöns, Kacken, Dreck. Wunderbar, auch das läuft. Sehr, Sprechwunsch. sehr schön. Jo, Gasexplosion haben wir da auch noch am Start.
sozusagen am Stüssel. Ah, oh, es juckt am Knie, Hilfe! So, einmal die G6, dann haben wir den, dann hier zwei von dir, nee, vier von dir und vier von dir und Alarm! Auf, auf und davon! In eine neue Runde, in einen neuen Einsatz und hier Suche nach nicht Sprechwunsch. vorhandenem Partner. Ich glaube, da brauchen wir zwei Streifenwagen, ne? Ja, total lächerlich. Andere Leute müssen ein paar Schnips machen und hier wird die Polizei gerufen. So, hier haben wir einen Hubschrauber und los geht hier auch die Geschichte. Ja, hilflose Person, das kann natürlich immer wieder alles bedeuten. Ne? Also, ich meine, eine hilflose Person kann eine Person sein, die sich einfach nur eingeschlossen hat. Es kann aber auch eine Person sein, die nicht mehr von der Toilette hochkommt oder so. Es ist ja durchaus möglich. Sprechwunsch. Ne? Polizei brauchst du schon alleine von Amts wegen, damit da jemand bei ist, der die Tür aufmacht. Ja, und dann halt im Zweifelsfall auch den Rettungsdienst, der dann guckt, dass auch alles in Ordnung ist. Ne? Weil ich meine, eine hilflose Person hat grundsätzlich immer eine Notlage. Wir dürfen das jetzt nicht unterscheiden mit einer Person, die kein Geld hat. Die ist sicherlich auch in Not. Es ist aber kein Notfall. Das ist der große Unterschied. So, geplante Festnahme, das ist, glaube ich, die Nummer. Da darf dann auch gerne die Kripo mit. Ja, hier muss das mit. Ja, da oben habe ich gerade ein bisschen wenig Fahrzeuge. Ja, da müssen wir jetzt auch mal ganz klar ganz ehrlich sein. Und zwar, dass wir jetzt auch wirklich auch mal die Fahrzeuge im Harz so ein bisschen nachjustieren. Da brauchen wir viel, viel mehr Fahrzeuge. Vor allem, wenn wir da jetzt weiterbauen. Müssen wir an der Stelle auch mal ehrlich sein. So, bekennt die. Ja, der ist ungesüßt. Hat sich der Zucker unten abgefettet. Oh wei, oh wei. Aber immer noch besser als Wasser. Naja, gut, lass mal so im Raum stehen. Ob das wirklich besser ist als das Wasser, sei jetzt mal dahingestellt. So, Maschinenbrandproduktion, hier kommt VW Attacke. So, ja. Ja gut, okay, zum Glück kann da jetzt noch keine Gasex loswerden. Noch nicht. Wird alles noch. Schon wieder keine Adresse. Und alarmieren tut er auch nicht. Oh, wieder abgeschmiert. Ich hasse es. Ich hasse es, ich hasse es. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Nix. Knappe 200.000, auch in Ordnung. So. Klappen wir den mal ein. Klappen wir den ein. So, können jetzt auch mal hier kurz auf normale Geschwindigkeit gehen. Wir brauchen ja nicht immer den Turbo laufen lassen. Zumindest nicht, wenn ihr dabei seid. Ist ja dann durchaus auch ein bisschen nervig, ne? So zweitweilig. Sprechwunsch. So, und der geht auch los. So, du brauchst Tragehilfe. Habe ich mir auch geahnt. Da darf dann gerne mal die Feuerwehr mit los. Gut. Ja. Dann lass uns den hier mal laufen lassen. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage. Was haben wir denn hier? Warte mal, so, liebe, ne, wir sind in Dings, Fienburg und so. Haben wir rotkreuztechnisch da in dem Bereich irgendetwas? Goslar, Oker, Langelsheim, Astfeld, Wolfsheim, Bronnlage, Fienburg, tatsächlich in Fienburg. Gut, dann wollen wir uns das mal angucken. Da haben wir sogar Polizei. Ist die Frage, wo hier das Rote Kreuz ist. Ja, das müsste ich dann tatsächlich mal raussuchen, glaube ich. Harzer Beton. Sprechwunsch. Bauhof.
Ich hätte jetzt gehofft, dass das hier hinten irgendwo mit aufgelistet ist, aber es sieht nicht ganz so danach aus. Gut, muss ich googeln. Nützt nichts. Nützt, nee, nützt überhaupt nichts. Das muss ich googeln. Das finde ich so nicht. Schade eigentlich. Kann natürlich auch so außerhalb sein, ne? Kann außerhalb Sprechwunsch. der Pulvermühle. Riesengießerei. Kann sogar sein, dass die dann eine Werksfeuerwehr haben oder eine Werkfeuerwehr. Was bist denn du? Wiedeler. Wiedeler hat ja auch eine Sprechwunsch. eigene Dings. Okay, guck ich mir dann definitiv über Google an. Kann ich so nicht pauschal sagen. Du brauchst einen Hubschrauber? Du brauchst einen Hubschrauber. Den hast du aber nicht alarmiert, den Hubschrauber. Sprechwunsch. Oh. Warum müssen die immer so spontan kommen? Das ist doch nicht schön. Da kann man gar nicht reagieren. Okay, also. Gut, dann liegt das, dann steht das fest. Also. SEG, beziehungsweise Rotkreuzbereitschaft und Polizei, damit wir in Fienburg Ort fertig sind. Den können wir aber tatsächlich ein. Sprechwunsch. Zwei Fahrzeuge spendieren. So, ihr kriegt Sprechwunsch. einen Drehleiter und eine LW. So, 13. Sprechwunsch. 33. Das ist ja eine Sprechwunsch. ganz komische Geschichte. Sprechwunsch. Naja, egal. So. Hubrettung. Du kannst, du darfst, du kriegst. Den. Keine Sprechwunsch. Ahnung, wo ich den hatte, wo ich den habe. Ist mir auch egal. Die sieht gut aus. So. Dann. Ja, Sprechwunsch. das darf dann durchaus. Sprechwunsch. 13. 11:30 sein, natürlich aber als Cardio. Versteht sich, ne? Sprechwunsch. So, speichern. Sprechwunsch. Da gucken wir mal, ob wir eine schöne Grafik finden, die man einfach mal so benutzen kann. Das darf auch gerne was Neues sein, da habe ich auch überhaupt nichts gegen. Sollte aber schon ein vernünftiger ELW1 sein. Ne, also das wäre mir zu klein, obwohl das ein schönes Fahrzeug ist. Es darf schon definitiv irgendein Fahrzeug mit Hochdach sein. Ne, diese Größenordnung sollte es mindestens haben, aber jetzt nicht unbedingt so ein alter Sprinter. Ne, es darf dann wirklich was Neues sein. Muss jetzt auch nicht unbedingt der aktuelle Sprinter sein, aber das Vorgängermodell. So, und jetzt ist auch die Dings schon wieder abgekackt. Oh, ich will zu kotzen. So, Spiel, das hast du davon. Jetzt stehe ich sogar auf. Es will nicht laden. Es ist zu kotzen. So, bevor wir jetzt aber die Folge fertig machen, hallo, hallo Spiel, Sprechwunsch. möchte ich aber auf jeden Fall noch den EW haben. So, wir waren jetzt gerade auf Seite 6, dann gehen wir auf Seite 7.
Sprechwunsch. Zweifelsfall. Oh, das muss ich mir merken als Kardiowedeln. Können wir mal irgendwo mit der Dorffeuerwehr hinstellen oder so? Das Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr oder sowas? Ach, Mann, hier fehlt. Ich. Komm, nimm mal den. Mal was ganz, ganz Wildes. So, ja. Sprechwünsche arbeite ich ab. Ich kümmere mich darum, dass der Rest gebaut wird. Wir hören uns in der nächsten Folge. Übermorgen, spätestens. Also, bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao.